Hallo, liebe Freunde. Heute möchte ich mal ein leckeres vegetarisches Gericht mit euch kochen, nämlich einen Kartoffel-Waldpilzstrudel. Passt jetzt auch wunderbar in die herbstliche Jahreszeit. Und was wir dazu brauchen: erstmal Kartoffeln, Pilze, bisschen Knoblauch, Zwiebel, Petersilie, die tun wir nachher schön fein hacken, ein bisschen Butter, dann eine Strudelteigplatte. Kann man auch selber machen, wie Blätterteig auch. Musste ich ein einziges Mal in meinem Leben machen, beim Meisterlehrgang, vorher nie, nachher auch nie mehr. Sowas ist einfach, das häuft man sich einfach. Ja. Bisschen Ei brauchen wir und würde sagen, ich fange einfach mal an. Rezept kriegt ihr natürlich zum Runterladen wieder nachgereicht. So, gehen wir hin, schneiden erstmal die Zwiebel in Brunoise. Hab zwar schon ein paar Mal erklärt, was Brunoise sind, aber feine Gemüsewürfel, 1 bis 2 mm Kantenlänge. Schneiden wir die erstmal so ein. Da reicht es auch einmal herzuschneiden. Ja, auf jeden Fall. Ja, wollen wir ein bisschen Struktur drin haben. Dann habe ich hier die Kartoffeln vorbereitet. Da gehen wir auch bei einer hin, schneiden die so ein Würfelchen. Die anderen beiden, die pressen wir nachher durch. Aber die werden wir nachher mit den Pilzen anbraten, dass wir da auch noch schöne Kartoffelstücke drin haben. So, zack. Ja, so ungefähr einen halben Zentimeter große Würfel. Schon mal schön auf die Finger achten, dass die Fingerkuppen schon eingezogen sind. So, ein bisschen Knoblauch. Das reicht. Schneiden wir auch schön fein. Also Knoblauch auch immer klein schneiden und nicht pressen oder so, oder? Also es gibt da einen Trick, den wir, wenn wir den Knoblauch ganz fein haben wollen, anwenden. Das kann ich auch gerne mal zeigen. Ich schneide gerade das hier mal so ein bisschen fein. Da möchte ich nämlich auch so schon ein bisschen ein Stückchen drin haben. So, das reicht dann auch. Das gebe ich einfach mal zu den Zwiebeln. Das wird eh dann nachher zusammen angeschwitzt. Wenn du das jetzt richtig, richtig fein haben möchtest, da gehst du nämlich einfach hin. Nimmst dir eine Prise Salz und tust das mit dem Messer so verreiben auf dem Brett. Warum das Salz dazu jetzt? Das ist dann quasi wie so ein Mühlstein. Ja, Ah, okay, ja. das normalerweise, also Zucker würde ich jetzt nicht nehmen, weil normalerweise, wo du jetzt Knoblauch dran machst, machst du Salz dran. Deswegen bietet sich das an, das Salz dafür zu verwenden. So, und das kann man jetzt schön sehen, wie schön fein der Knoblauch ist. Ja. Und du musst keine Knoblauchpresse sauber machen. Das ist vor allem das Beste. Ja. So, dann natürlich noch unsere Pilze. Schneiden wir auch gerade schön Stückchen runter. Ich habe jetzt hier einmal normale weiße Champignons, dann einmal Steinchampignons. Wir haben nochmal so ein bisschen nussigeres Aroma, wenn du die richtig schön scharf anbrätst. Machen wir noch einen dazu. So. Und Kräuterseitlinge, auch sehr, sehr lecker. Nur noch 2 Stück. Zack, zack. So. Dann die Petersilie können wir gleich klein schneiden. Gehen wir hin, holen uns etwas Butter, tun die in eine Pfanne erhitzen. So, das geht jetzt rack, zack. Können wir schon mal die Zwiebeln dazugeben. Auf jeden Fall riecht es schon mal gut. Naja, Knoblauch, Zwiebeln kannst du nicht viel verkehrt machen. Höchstens noch Speck dazu. Aber dann wäre es ja nicht mehr vegetarisch. Wir wollen ja was Vegetarisches kochen. So. Ihr wartet zu Hause am besten ein bisschen, bis die Pfanne ein bisschen heißer ist. Bei uns mit der Induktion geht das natürlich ein bisschen fixer. Da hört man es schon brutzeln. Und dann, so, tun wir das jetzt schön glasig dünsten. Dann kommen die Kartoffelwürfel und die Pilze dazu. Tun das schön anbraten, schon mal ein bisschen würzen. Und dann stellen wir uns quasi die Füllung her. So, die Butter darf auch leicht ein bisschen Farbe kriegen, so eine leicht braune Farbe. Dann kriegt die so auch so ein schönes nussiges Aroma. Deswegen jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr Hitze.
So, das brät jetzt schön. Na. Schade, dass es noch kein Geruchsstreaming gibt. Ja, ganz genau. Ich wollte gerade sagen, so, das riecht wirklich verführerisch. Aber das ist halt Zwiebel und Knoblauch in Butter, ne? Genau, und jetzt kommen unsere Pilze dazu. Und unsere Kartoffelwürfel. Das lassen wir jetzt schön braten. So, bei mittlerer Hitze lassen wir das mal so 1-2 Minuten braten, dass auch die Kartoffeln ein bisschen Farbe kriegen und sowas. Ja, in der Zeit kümmern wir uns schon mal um unsere Petersilie. So, Petersilie, Kräuter nie direkt hacken. Ja, die werden immer erst ein bisschen fein vorgeschnitten und dann zum Schluss gehst du noch so 1-2 Mal drüber. Ich zeige euch das mal. Ich mache mir da wie so ein kleines Knäuel. Dann Fingerkuppen eingezogen, Daumen hinten dran. Und dann schneide ich die Petersilie erstmal schön fein. Vorausgesetzt, man hat ein scharfes Messer, ne? Ja, gut. Das ist so Grundvoraussetzung, sage ich mal. Dann schneiden wir nochmal die andere Richtung. Und dann seht ihr schon, die ist schon so mega fein, da brauchst du gar nicht mehr viel durchhacken. So. So, das reicht schon. Zack. Und bitte Blattpetersilie. So, jetzt also guck. Nicht die Stängel dazu, ja? Nee, die Stängel kannst du in Fond etc. kannst du mitverarbeiten, aber jetzt nicht hier mit rein. So, sieht man schön, das kriegt alles schon ein bisschen Farbe. Oh ja. Ja. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt lassen wir das doch so ein paar Sekunden schön braten. Dann geben wir die Petersilie dazu und dann nehmen wir das Ganze vom Herd runter. Also es ist immer noch die gleiche Hitze, ja? Also ja, genau. So mittlere Hitze, ja. So dass es brät und nicht kocht. Wenn du bei Pilzen zu wenig Hitze drin hast, dann verlieren die das Wasser und dann fängt das direkt an zu kochen. Deswegen musst du da schon... Okay, das ist das ja quasi nicht wie im Wassertopf gekocht werden. Genau, es soll ja Farbe kriegen und schön braten. Das sind die Röststoffe, die wir nachher halt in dem Strudel als Füllung haben möchten, ja. Und Röststoffe sind grundsätzlich gute Geschmacksstoffe. So, das reicht schon mal. Jetzt geben wir das einfach hier in unsere Schüssel hinein. So, nehmen wir auch alles mit. So. Jetzt pressen wir uns eine Kartoffel dazu. Kartoffelpresse gibt es ja auch x Varianten. Aber das Teil hier, das begleitet mich schon 20 Jahre. Das habe ich mir gekauft, als ich in der Ausbildung war. Er hat schon ein paar kleine Modifikationen gekriegt, aber ist ein treuer Begleiter bis heute. Das sind jetzt kalte Kartoffeln? Das sind jetzt einfach kalte Kartoffeln. So. Vorgegart oder roh? Das sind Pellkartoffeln, vorgekocht. So. Hätten wir das. Dann mischen wir das schön durch. Da kommt dann noch ein Eigelb dazu. Dann würzen wir das Ganze noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Wofür ist das Eigelb da jetzt? Das gibt so ein bisschen Bindung mit rein. Stabilität für die Füllmasse. So. Bisschen Muskat. Könnte man das Eigelb eigentlich auch durch irgendwas anderes noch ersetzen, was Bindung gibt? Ja, mehr Kartoffel kannst du reinmachen. Das gibt dann auch schon mal ein bisschen Bindung. Ich dachte so, wenn es eindeutig ist, das Einzige, was es vom Veganen noch irgendwie abhält. Was ist mit der Butter? Ah, da ist ja Butter dabei. Ja. Wir müssen alle Sahne nehmen oder sowas. Ja. Kannst du, musst nicht unbedingt Eigelb. Ja. Ich finde es aber, es ligiert sich besser mit den Komponenten, die drin sind und gibt dann nachher ein bisschen schöneren Stand. Ja. So, ein Prischen Pfeffer, frisch aus der Mühle. Prischen Salz. Noch ein Prischen. So.
Jetzt probieren wir das Ganze. Wir müssen ja wissen, ob es schmeckt, was drin ist. Prisschen Salz noch, dann ist gut. Schöner Pilzgeschmack, so ein bisschen nussig von der Butter. Sehr lecker. So, jetzt haben wir quasi unsere Füllung hergestellt. So, und dann zeige ich euch gleich, wie wir das weiterverarbeiten. Da unsere Füllung ja fertig ist, machen wir uns jetzt an das Einpacken. Da brauchen wir wiederum ein Eigelb, um den Teig ein bisschen einzustreichen, damit das auch nicht auseinander geht. So. Einfach ein bisschen verquirlen und dann tun wir uns an den Rändern ein bisschen Eistreiche drauf. So, sieht auch gut aus. Jetzt unsere Füllung. Geben wir jetzt hier in die Mitte. Das riecht immer noch so gut. So, jetzt gehen wir hin, schlagen das einmal um, schlagen uns den Rand ein. Noch einmal. Und wickeln das Ganze schön zusammen. So. Zack. Jetzt geben wir das auf ein Backblech. Bisschen Öl. Damit es nicht anklebt, kannst du natürlich auch Backpapier nehmen. Es gibt ja auch diese Trennsprays oder so. So, unser Strudel wird jetzt hier drauf gesetzt. Pinseln wir den nochmal ein bisschen mit dem Eigelb von oben ein, damit das nachher beim Backen im Backofen schöne Farbe kriegt. So. Und jetzt schieben wir den circa 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Und dann ist unser Kartoffel-Waldpilz-Strudel auch schon fertig. Zeige ich euch dann gleich nach dem Backen. Unser Strudel war jetzt bei 180 Grad, circa 15 Minuten im Backofen. Kann bei euch ein bisschen anders sein, je nach Leistung von eurem Backofen. Ja. Deswegen sieht man vor allem, so muss ich das anhören. So, in einem anderen Video habe ich euch ja Rahmwiesing gezeigt. Ist auch jetzt irgendwo verlinkt. Da kommt ihr direkt zu diesem Kochkurs. Und das kombinieren wir jetzt einfach mal zusammen. Ja. Haben wir hier unseren Rahmwiesing. So, richten den schön in der Tellermitte an. So. Dann unser Strudel. Zack. So sieht das jetzt aus. Man kann schön die Kartoffelstückchen erkennen, die Pilze, die gehackte Petersilie. So, und dann einfach schön auf den Teller. Und fertig ist unser vegetarisches herbstliches Gericht. Kartoffelstrudel mit Rahmwiesing.